Wir begrüßen euch sehr herzlich. Es ist wieder Montagnachmittag und es geht weiter mit der digitalen Instrumentenvorstellung der Westfälischen Schule für Musik. Heute ist das leider das letzte Mal, aber vielleicht können wir euch ja alle ab dem September bzw. schon ab dem August hier in der Musikschule begrüßen als neue Schülerinnen und Schüler. Heute werdet ihr, das seht ihr schon hinter mir, den Chor hören und außerdem das Klavier vorgestellt bekommen und das Akkordeon. Und dann sind wir schon durch. Dann haben wir euch schon alles gezeigt, was man hier so lernen kann. Also, wie gesagt, wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr oder eure Eltern Lust habt, auch zur Westfälischen Schule für Musik zu kommen. An dieser Stelle noch einen herzlichen Dank an meine Kolleginnen und Kollegen der elementaren Musikpädagogik, die das so wunderbar in den letzten Wochen hier vorbereitet haben. Mein Name ist Friedrich Vollmer. Ich leite die Westfälische Schule für Musik und ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch hier begrüßen darf. Und jetzt viel Spaß! Vielen Dank, Friedrich, für den Anfang heute. Liebe Kinder, liebe Erwachsene, herzlich willkommen auch aus meiner Seite. Wir und Sie haben ja gerade gemerkt, dass wir Sie auf Stumm geschaltet haben. Das haben wir extra gemacht und wir bitten euch, wir bitten Sie, die Fragen, die Sie haben oder die Fragen, die Ihre Kinder haben, auf den Chat zu schreiben. Wir haben heute als Unterstützung Gudrun Koch am Computer. Sie wird uns die Fragen stellen und einige Fragen schriftlich beantworten. Gut, es geht gleich los, wie immer, mit unserem Begrüßungslied. Alle Kinder, die das schon kennen, bitte ich mitzusingen und die Bewegungen zu machen. Wir machen das natürlich heute mit diesem wunderbaren Chor, Chorkinder, die uns heute besuchen und singen das gemeinsam. Thank you.
Kinder, wir können sie ja nicht hören, dann klatschen wir immer so. Also ich muss wirklich sagen, man hört schon, dass ihr im Chor seid. Das klingt wirklich gut. Würdet ihr mir verraten, wie ihr heißt? Einmal der Reihe lang. Mathilde. Mathilde. Lydia. Cecilia. Mona. 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 Elena. Und wie lange seid ihr schon im Chor? Mona, Mona, kannst du das? Also ich würde mal schätzen, seit ich 4 bin, das heißt so 4 Jahre. Und das heißt, ihr probt gemeinsam mit Kindern, die 4 Jahre alt sind? Nein, wie funktioniert denn das, Claudia? Oder ja, du kannst das erklären. Das funktioniert so. Also es gibt die kleinen Kolibris und die großen Kolibris. Die kleinen Kolibris, da geht man so ab 4 hin und dann kann man, und dann singt man da und dann so ab 1. oder 2. Klasse kann man, geht man dann zu den großen Kolibris. Und ihr seid wahrscheinlich große Kolibris. Genau. Natürlich. Und habt ihr alle bei den kleinen Kolibris angefangen? Nicht. Nein, das heißt, man kann auch später einsteigen, nehme ich jetzt an, oder? Ja. Ja, schön. Ich würde gerne wissen, wie funktioniert so eine Chorprobe? Was macht ihr, wenn ihr kommt? Ja, magst du? Also, erstes wärmen wir unsere Stimme an und dann singen wir. Die Stimme wärmen, so mit der Hand. Wie machen wir das denn? Ja. Wir machen eine Singübung. Oh, ich bin sehr gespannt. Ja, Mona. Also, es ist ja wieder nicht so wortwörtlich gemeint, sondern aufwärmen, halt so reinkommen ins Singen. Dass man dann so ein bisschen so Buchstaben, die schwer auszusprechen sind, nochmal betont, nach so oder sowas, oder sowas, um die Stimme in Schwung zu bringen. Oh, das klingt ja spannend. Ich würde es ja gerne einmal so was hören. Wie geht das? Ja? Also, wir könnten euch das mal vormachen. Und wir machen das euch nicht nur vor, sondern ihr könnt das sogar mitmachen. Denn wir machen jetzt unsere Stimme warm und ich spreche immer vor und der Chor. Und wenn ihr wollt, sprecht ihr auch nach. Und dann schicken wir einen langen Luftpfeil, denn das braucht man als erstes zum Singen. Lege los. Mit der Stimme joggen. Mit der Stimme joggen. Tief und hoch. Tief und hoch. Laut und leise. Laut und leise. Ganz auf meine Weise. Ganz auf meine Weise. Und jetzt nehmen wir unseren Arm, atmen durch die Nase ein und machen einen langen Luftpfeil. Brauchen wir als erstes den Atem. Und jetzt machen wir was noch für unsere Stimme, denn die soll ja auch noch aufgewärmt werden, so wie Mona Luna das gerade schon gesagt hat. Und Juna, da machen wir nochmal mit der Stimme joggen. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, mitmachen. Mit der Stimme joggen. Mit der Stimme joggen. Tief und hoch. Tief und hoch. Laut und leise. Laut und leise. Ganz auf meine Weise. Ganz auf meine Weise. Und wir kochen mal einen schönen Erdbeerpudding. Wie viele Kinder sind denn so in etwa im Chor? Ja. 12.
Azubis sind sogar mehr. Das sind fast 20 Kinder. Und es gibt ja noch viele, viele andere Chöre bei uns. Also das heißt, es gibt Chöre an den Grundschulen. Da sind sogar 40, 50 oder 60 Kinder in einem Chor. Und es gibt auch Chöre für die Großen, für die Jugendlichen. Da sind auch 30 oder 35 Jugendliche drin. Also ganz verschieden sind die Chöre, aber es sind immer so viele, dass man zusammen singen kann. Und gibt es auch Einzelunterricht im Gesang? Auf jeden Fall. Der Einzelunterricht, der kann auch stattfinden. Es gibt ein paar jüngere Kinder, die Einzelunterricht haben, die so alt sind, ja, wie ihr oder so alt wie die großen Kolibris. Aber die meisten Kinder sind etwas älter, weil die Stimme noch ein bisschen älter werden muss, bevor man richtig lernen kann, alleine zu singen. Ja, schön. Ich habe noch eine Frage, was für Lieder singt ihr da im Chor? Ja. Die Badende Amsel. Die Badende Amsel zum Beispiel. Ist das ein Kinderlied? Ja? Ja, und wir singen auch zum Beispiel Finster, Finster. Finster, Finster. Das ist was ganz Besonderes, weil bei Finster, Finster brauchen wir wirklich viele Kinder, denn das ist ein Kanon, das heißt, alle Kinder singen das gleiche Lied, aber die fangen zu unterschiedlichen Zeiten an. Und dann kann das Lied zu mehreren Stimmen erklingen. Das ist sehr spannend. Ja, schön. Ich glaube, ihr habt noch ein Stück für uns vorbereitet. Welches Stück singen wir? Wer kann es ansagen? Cecilia vielleicht? Ich glaube, die Badende Amsel. Die Badende Amsel. Ja, schön. Danke sehr. Sofort. Mittwochsnachmittags. Denn mittwochsnachmittags üben um 3:15 die Kleinen und um 4:15 die Großen. Und dann kann man einfach kommen zum Schnuppern erstmal, um zu gucken, ob es einem gefällt. Und dann, wenn es einem Spaß macht, kann man bleiben.
Ja, schön. Dann bedanken wir euch. Du hast noch eine Frage. Ich wollte sagen, noch was mir denn am Chor so gut gefällt. Ja, sag das mal. Der Musik gefällt mir, dass wenn ich Lieder höre oder auch selber singe, dann meine Fantasie noch mal so ein bisschen hervorkommt und sich Sachen ausdenkt. Und das finde ich halt schön daran. Ja, danke. Ich habe tatsächlich heute nicht gefragt, aber danke, dass du noch die Antwort bereit hattest. Ja, super. Gut, dann bitte ich euch einmal, euch auf den Weg zu machen, weil wir haben nämlich noch andere Besucher. Wir klatschen einmal nochmals. Ganz tolle Fiore. Tschüss. Danke schön. Jetzt ein Rätsel für euch, und zwar, es kommt gleich ein Tasteninstrument und es ist aber kein Klavier. Welche Tasteninstrumente kennt ihr, die aber kein Klavier sind? Ihr könnt gerne im Chat beantworten, was könnte denn das sein? Ein Tasteninstrument, aber es ist kein Klavier. Kennt ihr eins? Spannend, es kommt jetzt gleich. Und der Christian hier neben mir spielt das Instrument. Christian, was ist dein Instrument? Akkordeon. Akkordeon, ja, bring mal dein Akkordeon, bitte sehr. Ich helfe einmal mit den Noten. Christian spielt für uns jetzt ein Stück. Auf seinem Akkordeon. Das Stück heißt Sonne spielt. Genau. Manche sind so geritzt, oder Christian? Ja. Die hauen so Punkte, das spürst du dann an deinen Fingern. Mhm. Ja, super. Und wie sind die Knöpfe auf der anderen Seite? Dreh dich einmal um. Und wofür sind diese Knöpfe da? Das sind Lochknöpfe. Lochknöpfe, das wird... Auch Markierungsknöpfe. Auch Markierungsknöpfe. Ja, super, schön, dann kannst du dich wieder hinsetzen. Und du bist heute ja nicht alleine hier, oder? Ja. Du hast deinen Lehrer mitgebracht. Ja. Und das ist zufälligerweise auch dein Papa. Ja, stimmt. Genau, Dimitri. Du kannst gerne auch einmal nach vorne kommen. Genau. Ihr seht... Du hast bestimmt ein Kinderakkordeon, oder? Ja, ja. Ist ein bisschen kleiner. Und das ist aber jetzt das Erwachsene. Das ist jetzt großes Akkordeon. Ja, Konzertakkordeon. Und was sind die Unterschiede außer die Größe? Ja, Tonumfang und hat auch mehr Stimme.
Stimmzungen. Der Klang ist voller, mächtiger. Ja. Kannst du mal einen tiefen Ton spielen? Den tiefsten vielleicht? Kinder, wir machen es mal ganz still und wir schauen mal die Mama gerade. Kann man das hören? Ja, ein bisschen. Super. Da atmet jemand, oder? Da kommt die Luft rein und raus. Ja. Ja, richtig. Das ist jetzt hier in der Mitte ist Luftbalg und damit kann man Luft einlassen oder rauslassen. Und die Töne, die rauskommen, sind, ist es egal, ob man öffnet oder schließt? Ja, das ist gleichtönig. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Ton nehme, C, und ich öffne den Balg, jetzt schließe ich den Balg. Das klingt ein gleicher Ton. Du hast vorhin was von Stimmzungen gesprochen, hat wegen der Akkordeon Zungen drin, ne? Ja. Wie die Stimme zum Singen. Spannend. Wir können uns hier gerne einmal abbauen. Okay. Den Verdeck. Oh, das ist ein Akkordeon von drinnen. Guck mal. So, Christian drückt jetzt einen Knopf und ihr seht, dann öffnet sich das Tonloch und von da kommt der Ton. Und der Ton entsteht hier. Das ist jetzt im Innern des Akkordeons, diese Stimmzunge. Zum Beispiel, ich puste mal. Damit man mehr sieht, sitze ich fast auf dem Boden. Ja, genau. So. Das sind kleine Stimmzungen. Das ist ein bisschen wie eine Mundharmonika. Richtig, richtig. Ah. Gleiches Prinzip. Gleiches ja. Prinzip wie die Mundharmonika. Mhm. Ja, super, schön. Okay. Ihr habt ja noch ein Stück für uns, aber das wollen wir später zusammenspielen, oder? Ja. Dann würde ich sagen, wir begrüßen unseren letzten Besucher für heute. Das sind Felix und Nessie. Sie werden für uns hier spielen, aber wir brauchen jetzt 2 Minuten zum Umbauen, damit das alle mitkriegen. Genau. Jetzt so eine erste Stunde am Klavier, wenn man gar nichts liest. Wie war das? Was hat man so gemacht? Man hat so eigentlich erstmal das Klavier genauer kennengelernt und Töne ausprobiert. Töne ausprobiert. Du konntest bestimmt noch keine Noten lesen am Anfang.
Nee, das hat man dann später irgendwann gelernt. Aber erstmal hat man versucht, die Töne zu spielen und versucht, irgendwas Schönes draus zu machen. Und dann kam langsam die Töne hinzu, genau. Und die Note. Und was gefällt dir am besten am Klavierspielen? Dass man am Klavier so viele Musikarten spielen kann. Zum Beispiel? Jazz, Klassik oder Pop oder sowas. Und spielst du auch unterschiedliche Stücke oder hast du dich für etwas spezialisiert? Nö, ich spiele eigentlich meistens Blues, Jazz oder Klassik. Ja, schön. Du hast ein Stück für uns vorbereitet, oder? Ja. Das hören wir ganz gerne zu. Das Stück heißt Just a Sound. Spielt, kann man ja natürlich auch auf einem Flügel spielen. Ja. Was ist denn der Unterschied? Ja, der Unterschied ist erstmal optisch, ne? Der ist ja viel größer, der ist ein Flügel, wie ein Flügel. Den kann man einen ganzen riesen Saal mit beschallen und die Tasten sind gleich. Aber hier beim Klavier, wenn wir das jetzt aufmachen würden, ich hole mal ein Bild. Wenn man hier ist ein offenes Klavier. Ach du Schande. So, da sind unten die Saiten gespannt. Sieht man's? Ja. Die sind also senkrecht und beim Flügel ist alles waagerecht. Und dann kommt der Ton kommt oben raus und dadurch klingt es viel voller. Hier sind die Hämmerchen. Die Hämmerchen beim Klavier, die hauen hier so an die Saiten. Ja. Und beim Flügel liegen die Saiten. Da schlägt der Hammer von unten. Der fällt dann auch schneller wieder runter. Und dadurch, das ist ein Vorteil, das klingt besser. Ja. Das heißt, das Klavier hat Saiten drinnen. Ja. Und Hämmerchen. Das heißt, es könnte ein Saiteninstrument sein, ja. Ein Perkussionsinstrument. Ja. Aber es hat auch Tasten. Ja. Also könnte einfach auch verschieden heißen. Schön.
Ich wollte euch noch fragen, wie viele Tasten hat so ein Klavier? Hast du die schon mal gezählt? Ja, ein Klavier hat 88 Tasten. 88, schwarze und weiße. Ja. Und das Klavier hat auch noch 3 Pedale. Genau. Meine Schüler sagen immer, drück mal auf die Bremse. Das ist aber keine Bremse. Oder schon? Das ganz rechte Pedal, das hält einen Ton an. Also wenn ich hier einen Ton spiele, ohne das Pedal, geht er direkt wieder weg. Und wenn ich das Pedal dabei gedrückt halte, bleibt der Ton stehen. Und die anderen, weißt du, wozu die anderen da sind? Das linke Pedal ist ein bisschen, das lässt die Tonen leiser spielen, das ist ohne. Mit. Das kann man so erklären mit dem linken Pedal. Die Hämmerchen, die stehen im Klavier und die schlagen so an. Und wenn ich das linke Pedal schlage, kommen die Hämmerchen näher und haben nicht mehr so viel Kraft. Und dadurch ist alles leiser. Okay. Gut, ich würde sagen, wir sind fast am Ende unserer Sendung und wir wollen aber gemeinsam noch Musik machen, auch mit den anderen Tasteninstrumenten, mit unseren beiden Akkordeonisten heute. Dann könnt ihr zu viert was spielen. Genau, ich würde dich gerne ein bisschen mehr nach vorne rutschen. Wir freuen uns natürlich auf alle Fragen, dass Sie heute dabei waren. Heute ist unsere letzte Sendung und somit verabschieden wir uns von Ihnen und von euch. Tschüss! Tschüss. Tschüss.